kein Fußballplatz hier. Weg hier, aufhören! Gut, ich will meinen Wagen hier hinstellen. Ihr Wagen passiert schon nichts. Ist ja gut, wenn er nicht verschwindet, hol ich den Hausmeister. Das ist ja gut, ist ja gut. Der Hausmeister kommt in Ordnung, wir haben gehört. Ja. Gut, dass Sie keinen Hund haben, was? Wieso denn Hund? Ja, ein Schäferhund oder sowas, den würden Sie auch noch auf uns setzen. Los, komm, geh an die Gehle! Geh an! So ein Blödsinn zu reden, ich will doch nur, dass ich meinen Wagen hier abstellen kann. Ja, ja, haben wir ja alles gehört, so. Mann. Ihr habt überhaupt kein Recht, hier zu spielen. Nein, haben wir nicht. Ach so, seid ihr Kinder? Ha? Sag mal, warum arbeitet ihr denn nicht? Keine Lust, Bitte. Mann. So sieht ihr auch aus, genauso. Wie sehen wir aus? So, jetzt könnt ihr spielen. Volltreffer, Mann. Bei dem steht das Tor im ersten Stock. Ich mach dich nicht. Exodus, wir rücken ab. Danke, dass Sie gekommen sind. Wie alt kann sie sein? Ich habe Ihren Pass gefunden. Kann man sie mal umdrehen? Sind die Aufnahmen schon gemacht worden? Nein, noch nicht. Ich bin ganz vorsichtig. Ja, das ist sie. Inge Biebach, 18 Jahre alt. Kommen Sie mal runter. Das ist Herr Baume, der Hausmeister. Er hat das Zimmer vermietet. Ja, das habe ich. Gehört Ihnen das Zimmer? Ja. Nein, das Zimmer gehört mir nicht. Ich habe Verfügung, ja. Entschuldigen Sie bitte. Das Zimmer, das gehört dem Hausbesitzer. Und er hat gesagt, ich soll es vermieten. Und dafür zahlt er mir nichts, weil ich hier Hausmeister bin. Ist das üblich? Üblich? Ich weiß nicht. Wir haben uns so abgesprochen. Wer wohnt hier noch? Hier wohnen noch zwei junge Mädchen. Das sind Tänzerinnen, das haben Sie gesagt. Tänzerinnen? Wo tanzen die denn? Das weiß ich nicht. Wie lange wohnen diese Mädchen schon hier? Seit 3 Wochen. Für 4 Wochen haben sie gemietet. Wohnen Sie hier? Ja, warum? Halt, hier können Sie nicht durch. Ich wohne aber hier. Kommen Sie Der bitte Eingang hier ist hier vorne. Sie auch bitte. Hier, der Junge mit der Mütze. Er hat seinen Ball verloren, der ist hier in den Hof reingefallen. Wurde vor der Tür gesehen, so ungefähr 6 Meter entfernt. Hey, du! Ja? Na, komm mal her. Ich? Ja, mit dir rede ich doch. Ich komme ja. Ist ja in Ordnung. Die beiden anderen Mädchen sind eben gekommen. Ah ja. Warte einen Moment, ja? Wissen Sie, mit wem Ihre. Das ist die Freundin oder Kollegin? Sie ist beides. Wir 3 sind zusammen in Ausbildung. Was für eine Ausbildung? Eine Ausbildung als Tänzerin. Ja. Wo waren Sie jetzt? Wir waren in der Stadt, Einkauf. Inge wollte nicht mit. Sie sagte, sie haben noch eine Verabredung. Wissen Sie, mit wem? Ich habe sie gefragt, aber sie hat es nicht gesagt. Sie wollte es nicht sagen. Ja. Sie haben also keine Ahnung, was? Nein, keine. Und Sie? Was
machst du denn da? Ich denke, ich soll hier warten. So? Wie heißt du? Ich heiße Pecco. Pecco. Ist das dein Nachname? Nee, ich heiße Jakob Lange. Wie alt bist du? Oder soll ich sie zu dir sagen? Mir ist es gleich. Sagen Sie, was Sie wollen. Was Ihnen lieber ist. Na, fein. Also, wie alt bist du? 18. Wohnst du hier? Nee, ganz woanders. Wir haben hier trainiert. Radball. Kennen Sie das? Ja, ja, ich habe schon davon gehört, ja. Das ist die Sache, Mann. Wir sind schon ziemlich gut. Und wenn man gut ist, dann zahlen die Leute dafür, weil es eine Riesenshow ist. Ich habe schon 3 Räder kaputt gemacht. 3 Räder. Da fällst du nicht vom Himmel damit. Und dann ist euch der Ball über die Mauer geflogen. Ja. Du bist dem Ball nachgesprungen. Zeig mal wo. Ja, hier. Ich weiß nicht. Und darunter dann, jedenfalls. Dann hast du das Mädchen gesehen. Sie riss die Haustür auf und schrie um Hilfe. Ja. Wo hast du gestanden? Mann, komm, wo du gestanden hast. Zeig schon. Hier habe ich gestanden. Du hast 6 Meter vor der Tür gestanden. Die Leute haben es gesehen. Ja, ist ja gut, wenn sie Leute gesehen haben. Ich will wissen, was du gesehen hast. Was habe ich schon gesehen? Sie riss die Tür auf und schrie. Und dann? Dann war sie auf einmal still. Du musst den Mann gesehen haben, der ihr das Messer in den Rücken gestoßen hat. Hab ich nicht. 6 Meter warst du weg. Komm mal her. Dreh dich um. Von hier aus siehst du bis in den letzten Winkel des Flurs hinein. Streitest du das ab? Ich streite gar nicht. Also musst du den Mann gesehen haben. Im Schatten habe ich gesehen, mehr nicht. Im Schatten, der verschwand. Und wieder verschwand. Weg war der. Ehe du dich umdrehen konntest, war der weg. Wie sah er aus? Wie alt? Wie groß? War es überhaupt ein Mann? Ich kann doch keinen Schatten beschreiben. Ich hab doch selber einen Schreck gehabt. Ich stand da wie ein Ölgezüt. Ja, meinen Sie, ich hab den Mann fotografiert. Komm mal mit rein. Sieh dir das Mädchen mal an. Warum soll ich sie mir ansehen? Ich weiß, wie eine Tote aussieht. Sie hat dich um Hilfe angerufen. Mich doch nicht. Und du hast gesehen, wer sie umgebracht hat. Hab ich nicht. Einen Schatten hab ich gesehen! Harry, lass dir seine Adresse geben. Ja, kommst du mal bitte. Wie ist denn die Adresse? Ja, ich bin selten zu Hause, weil wir trainieren ja jeden Tag hier. Ja, ja, ist schon recht. Ist da jemand zu Hause? Ja, meine Mutter. Aber die macht nicht immer auf. Ja, wieso macht die nicht auf? Die macht nur auf, wenn sie Lust hat. Ja, und die hat sie nicht immer. Wenn sie was von mir wollen, dann schmeißen sie den Zettel im Briefkasten. Auf Wiedersehen, wir haben's. Danke. Was war denn los? Ja, was wollten Sie denn von dir? Sie denken, ich hätte was gesehen. Da hast du denn nicht.
Bin ich dämlich? Du, entschuldige. Stefan, ich bin ihm also nachgegangen, was Baume uns erzählt hat. Also dieses Institut gibt es. Mit Ballettmeister. Liska nennt er sich. Sogar früher mal international bekannt gewesen. Ja, woran denkst du denn? Greco, ein Radfahrer. Radball. Kennst du das? Ja, und? Der Junge sagt nicht die Wahrheit. Er muss den Mörder gesehen haben. Weißt du, ich hatte den Eindruck, der Mord interessiert ihn überhaupt nicht. Ach, der interessiert ihn gar nicht? Nein. Es ist nicht seine Sache. Er hat nichts damit zu tun. Also muss es ihn auch nicht interessieren. Und du meinst, er könnte den Mörder beschreiben und tut es nicht? Ja, weil es ihn nicht interessiert. Oder vielleicht auch, weil er den Mörder kennt. Kommst du schon wieder mit dem Rad da rauf? Wir haben doch im Keller sofort schafft das Rad. Ja, in den das ist Keller runter. Ich lass dich nicht rein damit. Kann man den Keller abschließen? Das kann man nicht. Also bring's mit rauf. Also ein Rad gehört nicht in die Wohnung. Ist das ein Fahrradgeschäft? Wenn es jetzt wäre, das wäre gar nicht mal schlecht. Also, nein, weil es nicht hierher gehört, nicht? Wenn dein Vater sieht, er gibt mir jedes Mal einen Tritt. Hast du dir, er gibt dem Fahrrad einen Tritt? Na ja, was fällt dir drüber? Sag ihm, wenn das nächste Mal, wenn er hier ist, dann gebe ich ihm guten Rat, dass ich nicht dabei bin, wenn er das tut, ja? Nein, dann sag ihm das doch selber. Das ist ein besonderes, das Rad ist was wert. Also was ist da schon was Besonderes an dem Rad? Das sehe ich überhaupt nicht. Hast du schon gegessen? Nein, wozu komme ich nach Hause? Zum Essen komme ich nach Hause. Also, ja, Peckung. Tag. Wie ist denn der Ruf? Ja, danke für den Tipp. Ist zwar nicht die richtige Unterlage, aber es geht. Und? Wird da was draus aus deiner Fahrradgeschichte? Sonst würde ich es ja nicht machen. Ich weiß genau, das ist eine Riesenchance. Ich habe in die Tschechoslowakei geschrieben. Das sind die Weltmeister, die Gebrüder Pospischil. Ob wir mal zu einem Spiel kommen können, habe ich geschrieben. In die Tschechoslowakei willst du? Hast du nichts Besonderes. Wenn du einen Titel hast, dann kommst du in die ganze Welt. So ist das. Und mit dem Fahrrad, das du nicht im Flur haben willst. Na ja, 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 ja. Baume sagt, er hat dich gesehen. Er sagt, du bist großartig. Hat mich gesehen? Er sagt, du bist ein Künstler. Und Baume sagt auch so. Da war Polizei heute. Ja. Die wollten was von dir. Ja. Polizei? Wollten was von dir? Reg dich nicht auf, Mutter! Ja, ich höre mich aber auf, wenn ich das Wort Polizei nur höre. Was wollten die von dir? Nichts. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes, wenn ich das nur höre. Hör dir doch an, was er sagt. Also, was ist passiert? Da schrie jemand um Hilfe. Aus einer Tür raus. Und war dann plötzlich still. Weil sie einer tot gemacht hat. Was? Was kann ich was dafür? Tot gemacht? Wieso? Ein Mord? Naja, und weil ich da gerade stand, im Hof, ist ja klar, dass sie kommen und mich fragen, nicht? Was hast du gesagt? Na, komm, Peko. Lass doch mal hören, ne? Ich hab nichts gesehen. Nichts. Na, was ist? Krieg ich nichts zu essen? Ich hab Hunger. Ich hab 2 Stunden trainiert. Mit deiner gütigen Erlaubnis werde ich mich noch aufregen, wenn ich sowas höre. Also keinen Schrecken zu bringen. Hörst du, er hat nichts gesehen. Die haben dich laufen lassen, nicht? Sollen sie vielleicht nicht? Ist ja gut. Baume sagt, du bist mit deinem Fahrrad wie ein Cowboy mit seinem Pferd. Sagt er? Ja, das stimmt. Ich kann es dir vorführen, hier im Flur. Nein, brauchst du nicht. Glaubst du ja so. Aber du kannst ja mal vorbeikommen, wenn wir trainieren. Kommst du? Na klar. Mach ich. Du bist garantiert noch Weltmeister, oder? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich schaffe das. Weil es eine Show ist. Weißt du, alles muss irgendwie eine Riesenschau sein.
Die wollen das. Okay. Hochziehen und nach vorne. Ganz locker. Gut. Und hoch zur Seite. Nach vorne. Ganz ruhig. Und öffnen. Slowly back. Pull it out. Everyone go. Stören? Herr Liska? Ja, bitte. Was ist denn? Was zeigen Sie mir denn da? Ich muss mir meine Brille holen. Das ist ein Polizeiausweis. Sie haben eine Schülerin namens Inge Biebach. Ja. Die Gruppe, in der sie trainiert, die kommt erst um 11. Aber ich dulde keine Verabredungen. Nicht hier, nicht hier bei mir. Was sie auf der Straße machen, ist mir egal. Inge Biebach ist tot. Tot? Ja. Sie ist umgebracht worden. Sie ist erstochen worden. Ich muss mir meine Brille holen. Sie, dass Tanzlehrer früher den Stock benutzen durfte. Schade, dass diese Zeiten vorbei sind. Der Täter ist unbekannt. Das ist Ihr Problem. Ja? Ihre Freundinnen, was sagen die? Ich glaube, sie hat mit jemand gewohnt. Da muss es doch Anhaltspunkte geben. Soviel ich weiß, hatte sie keine Freunde? Ja, das ist glaubhaft. Sie war ehrgeizig. Sie erlaubte sich keine Gefühle. Sie stand hier stundenlang und trainierte. Verbissen. Ja, das war sie. Auf irgendeine Weise verbissen. Die da drinnen, die sind es nicht. Prima Ballerinen werden die nicht. Schade. Was werden die dann? Nett anzusehen, die Gegenstände. Für irgendwelche Tingeltangel. Was ich hier mache, ist Pferdchendressur. Ach. Bravo! Sehr gut. Das war wohl ein Tor. Wollen Sie irgendwas von mir? Nein, nein. Ich sehe dir nur zu. Das können Sie doch mir nicht erzählen. Das ist die Wahrheit. Ich will wissen, was für ein Typ du bist. Da haben Sie sich aber was vorgenommen. Was bin ich denn für ein Typ? Spiel nur weiter. Sie verderben mir den Spaß. Was, weil ich zuschaue? Weil Sie kein ehrlicher Zuschauer sind. Das interessiert Sie doch gar nicht, was ich mache. Doch, doch. Du bist ein interessanter Fall für mich. Was soll denn das? Wir sind Polizist, aber glauben Sie, Sie können sich alles erlauben. Wir haben ein Recht, hier zu trainieren. Fragen Sie auch einen Hausmeister. Wir können hier üben, solange wir wollen. Hol den Ball zurück. Ich werde mich über Sie beschweren. Ja, das tu mal. Aber vorher hol den Ball zurück. Er ist ein Sportler, was? Gleiche Zeit wie gestern, das gleiche Licht. Ich kann den Mann gut erkennen, sehr gut. Habe ich bessere Augen als du? Was für eine Schau ziehen Sie eigentlich? Du lügst. Du lügst, wenn du sagst, dass du nur einen Schatten gesehen hast. Das nehme ich dir nicht ab. Und jetzt zeige ich dir, warum ich es dir nicht abnehme.
Sie Einfälle. Da muss ich ja lachen. Lachen musst du, ja? Ja, weil Sie glauben, Sie können mich so reinlegen. Haben Sie meinen Kopf? Haben Sie meine Augen? Wenn ich sage, ich habe nichts gesehen, dann habe ich nichts gesehen. Ich habe Recht auf meine Meinung. Oder nicht? So, du bleibst also dabei. Du hast deinen Schatten gesehen, sonst nichts. Sonst nichts. Aber ganz wohl ist dir nicht dabei. Weil ich einen Schreck gehabt habe! Dann spiel nur weiter. Du Weltmeister. Er bleibt dabei, was? Ja. Ganz schön stur, der Junge. Das glaube ich nicht mal. Guten Tag, Herr Baume. Tag, Herr Oberinspektor. Baume, sagen Sie bitte, es gibt doch hier zwei Höfe. Unterstehen die Ihnen beide? Ja, ich bin für den ganzen Block zuständig. Vier Häuser und zwei Höfe. Sie wissen, wer Pecco ist? Ja, einer von den Jungen, die hier Radfahren. Woher kennen Sie ihn? Ich kenne ihn schon lange. Aber er wohnt doch in einer ganz anderen Gegend. Das macht doch nichts. Ich kenne die Eltern, Vater, Mutter, alles gute Bekannte. Herr Baume, was ist los mit Pecco? Ja, spinnt ein bisschen. Ne? Was heißt das? Nicht richtig im Kopf? Nein, nein, ich meine überhaupt, diese ganze Radfahrerei, die ist doch Blödsinn. Wieso Blödsinn? Na, haben Sie mal gesehen mit dem Rad? Der kann doch nichts, das ist, und will hoch hinaus. Will deutscher Meister werden oder sowas, auf großem Fuß legen, das ist doch ein Tick von ihm. Wieso? Sie lassen doch hier trainieren. Warum, wenn es keinen Sinn hat? Ach, na ja, wenn es ihm Spaß macht. Ich habe gesagt, er kann trainieren, so lange wie er will. Soll bloß aufpassen, dass die Nachbarn sich nicht beschweren. Warum fragen Sie eigentlich nach ihm? Na, schon gut. Na, gibt's denn da irgendeinen Grund? Nee. Ist das Ihr Zimmer? Ja. Besten Dank. Dein Rad? Weil es kein gewöhnliches Rad ist. Das ist mehr. Haben Sie auf mich gewartet? Ja, ich kann nicht nach Hause fahren. Wozu das denn? Da steht mein Wagen. Und das Rad? Sie sehen doch, ich trage ein Rad. Na, das geht. Ich lasse den Kofferraum offen. Wozu machen Sie denn das? Ich wüsste nicht, was das für einen Sinn hat. Nun komm, steig schon ein. Nehmen Sie mich jetzt fest? Einfälle hast du. Pecco, woher kennst du den Hausmeister, Herrn Baume? Den kenne ich überhaupt nicht. Mein Bruder kennt ihn. Was dagegen? Wohnt er auch hier? Der kommt nur ab und zu mal her. Jetzt ist er bestimmt nicht da. Ja, wollen Sie vielleicht mit drauf in die Wohnung kommen, oder wie? Keine Angst. Angst? Wovor soll ich denn Angst haben? Wenn Sie glauben, dass ich vor irgendwas Angst habe, dann irren Sie sich aber. Mama, was regst du dich auf wegen so einem Fahrrad? Komm rein, Pecco. Kommst du jetzt jeden Tag? Der scheiß Polizist kam heute wieder an. Er schmiss den Ball über die Mauer und sagt, er hol ihn dir. Wieso den Ball über die Mauer? Das kommt ja noch, die Schönste kommt ja noch. Ich rüber über die Mauer und da steht wieder ein Mädchen und schreit um Hilfe. Ah. Und dann steht er plötzlich neben mir.
Wer? Na, der Polizist, von dem rede ich doch. Ist auch über die Mauer, steht da und sagt, ich sehe den Mann genau. Hast du schlechtere Augen als ich? Das ist ein Ding, was? Das ist ein Ding, was? Und du? Was ich? Bist dabei geblieben, hast nichts gesehen, oder? Da kann mich doch nicht reinlegen. Wann war der Ermordete zum letzten Mal in Italien? Da du im Mesi. A Napoli. A Napoli. Da diese. Also, der Bruder heißt Holger Lange, 26 Jahre alt, vorbestraft. Kleinere Sachen. Körperverletzung, Eigentumsdelikte, Sachbeschädigung. Hat er einen Beruf? Dekorateur. Wo? Nirgendwo. Übt seinen Beruf nicht aus. Zumindest nicht den. Du sag mal, die Überwachung von Pecco, die läuft doch. Ja, das ist in seiner Wohnung. Dehnt die mal aus auf seinen Bruder. Da brauchen wir ein Foto. Wie sieht der aus? Bist ein Anfänger? Schon gut, schon gut. Ich mach das schon. Also komm, erzähl mal weiter. Also wie gesagt, ich hatte da diese Idee, weil die Inge Biebach hat sich doch verabredet. Verabredung unbekannt, oder? Wie verabredet man sich? Na wie? Ja, so wie ich gestern. Ich habe verabredet mit einem sehr süßen Mädchen, Name, Adresse aufgeschrieben und da dachte ich, vielleicht hat die Inge Biebach das auch getan. Mit ihr verabredet? Ah, nein. Aber neben dem Telefon lag ein Block. Mit Namen und Adresse? Ja, das leider nicht. Aber auf dem Papier waren Eindrücke, Schriftzüge. Roswitha Becker. Pension Ilse, Eckerle-Straße 10. Oh, das kann irgendein Name sein. Ja, vielleicht auch nicht. Ich wollte nämlich zu den beiden Mädchen, die kennen nämlich ihre Handschrift. Hoffe ich. Nehme ich an. Was falsch? Ich wollte nämlich gleich los. Das ist ein Anruf. Pecco hat eben das Haus verlassen. Ich will wissen, wo er hingeht. Sache, aber jeder versucht, das Beste zu geben. Vielleicht ist im Bereich des Möglichen, dass wir es schaffen. Na, Pecco? Was wollen Sie denn schon wieder? Sind Sie zufällig hier? Zufällig? Ja, ja, natürlich, zufällig. Mann, oh Meter. Sie sind hinter mir her. Ach, was? Das bildest du dir ein? Ich weiß, was ich mir einbilde und was nicht. Sie denken, Sie können mich aufs Kreuz legen. Ja, ja. Dann sagst du wieder, na los doch. Ganz richtig. Na los doch. Die anderen riechen, dass sie ein Polizist sind. Ist nicht gut für mich. Warum? Wenn du keine Angst vor mir hast. Das habe ich auch nicht. Sag mal, seit wann interessierst du dich für Speedway? Auf dem Rad bin ich besser. Da bin ich wie zu Hause. Wissen Sie, man braucht eine Einstellung. Und zum Radfahren habe ich... Mut brauchst du dazu. Den brauchst du immer. Weil du fit sein musst. Wenn du nicht fit bist, dann kannst du gleich einpacken. Und ich sag immer, man muss aufpassen, dass keiner hinter einem steht. Von wem hast du denn diese Lebensweise? Wann kommen Sie endlich aus damit, was Sie eigentlich von mir wollen? Will ich was von dir? Wir spielen den Geheimnisfall. Bitte? Bitte, wie Sie wollen. Das ist Ihre Sache. Macht das Spielen dir nicht auch Spaß? Doch. Stimmt. Ich mache überhaupt nur, was mir Spaß macht. Sobald mir etwas keinen Spaß mehr macht, hau ich ab. Dann sehen Sie von mir nichts mehr. Das habe ich gemerkt. Warum verderben Sie mir immer den Spaß? Ich habe nichts gesehen. Ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen zu reden. In Ordnung. Ich gehe jetzt. Ja, tu das. Bis morgen, Pecco. Wieso bis morgen? Klugscheißer. Sein, Pension Ilse, erster Stock, Zimmer 3.
Wir wollten gerne mit Roswitha Becker sprechen, Zimmer Nummer 3. Roswitha Becker? Die ist gestern gestorben. Baby, baby. Hallo, Bubi. To be the only woman in your life. One more smile. Hey, du! Ah! Ich bin's, Echo! Mach mal auf! Na, was ist los? Fress ich dich oder tue ich dir irgendwas? Na, wovor hast du Angst? Das brauchst du doch nicht. Vor mir doch nicht. Mach mal das Fenster auf. Nein, bitte. Ja, ich habe noch keinem Mädchen irgendwas getan, Herrgott, noch mal. Besonderen Momenten. Weil ich bin ja Sportler. Wir trainieren für die Radballmeisterschaft. Kennst du das? Mhm. Ah, das musst du mal sehen. Das ist eine Sache, bei der es auf die Geschicklichkeit kommt. Auf Körperbeherrschung. Da musst du in Bruchteilen von Sekunden reagieren. Verschiedenen Städten auf. Ach so, jetzt begreife ich. Na, schau, ist das, da führt dir was vor. Das ist wirklich, das mache ich ja auch später. Umreißen, was vorfällt, was man gut kann. Mit dem Netztrainer sowas. Das produzieren, was die Leute sehen wollen. Worauf sie schauen, dass sie Geld dafür zahlen. Jetzt begreife ich. Vergossenen Wein. Na, du weißt schon, die sie da umgebracht haben. Auch eine Tänzerin. Mhm. Ihr wolltet zusammen auf Tournee gehen. Ja. Sie, ich und Viola. Ihr drei also? Ja, wir drei. Wir drei sind eine Gruppe gewesen. Ja. Mit einer Gruppe ist es am besten. Wie lange war er bei dem Mädchen? Viertelstunde. Nein, nein, nein. Das ist gut, danke. Die Nacht ist nicht mehr so dunkel. Von Schiller? Nee, ist von mir. Erstens, Roswitha Becker ist tot.
27 Jahre. Vor ein paar Tagen aus Italien eingereist und gestern an einer Überdosis Heroin gestorben. Liegt jetzt in der Gerichtsmedizin. Und zweitens, in Ihrem Pass ist noch ein Alter, steht Ihr Beruf, Tänzerin. Ja, was sagst du dazu? Prima Arbeit. Hast du noch Nummer 3? Ja, habe ich. Die Inhaberin der Pension sagt aus, dass Roswitha Becker gestern noch Besuch gehabt hat. Von einem Mann wurde sie aufgesucht. Von ihrer Agentur. Stefan. Ja, ich habe gehört. Es gibt gute, schlechte, vielleicht sogar fragwürdige. Was war's für eine Agentur? Ja, das weiß ich leider nicht. Aber ich meine, so viele Agenturen gibt's doch nicht, oder? Das ist richtig. Vielleicht finden wir diesen Mann da. Wer ist das? Pekos Bruder. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hallo? Ich habe auf dich gewartet, Peko. Wozu denn? Wozu? Vor einer halben Stunde hat mich Baumer angerufen. Du bist bei diesem Mädchen im Zimmer gewesen, hat deine Stimme gehört. Peko, warum tust du das? Warum gehst du da hin? Was hast du von diesem Mädchen gewollt? Hm? Und vor allen Dingen, was hast du gesagt? Nichts. Effektiv nichts. Was heißt nichts? Ihr müsst doch irgendwas gesprochen haben. Ganz allgemein. Was heißt allgemein? Was soll das? Über Tanzen, über Ralfe. Aber warum denn? Warum? Du sagst immer, du weißt, wo es lang geht. Du weißt überhaupt nicht, wo es lang geht. Du hast keine Ahnung. Mensch, das kennt Peko. Der macht dich fertig. Begreifst du das nicht? Versteh dich sogar! Peko, warum bist du bloß dahin gegangen? Ich sag doch, ich weiß nicht. Er will dich sehen. Er will selber mit dir sprechen. Wozu denn? Wozu? Stellst du mal Fragen, Mensch? Der ist auf 100! Er sagt, er will ganz sicher gehen. Peko, weißt du, was das heißt? Peko, kannst du dir nicht vorstellen, was das heißt? Peko! Was ist mit der Tänzerin? Warum fragst du das? Das geht dich überhaupt nichts an. Hast du doch selber gesagt. Und plötzlich interessiert dich das? Weil du was vorführen, das mache ich doch auch. Dass du das nicht verstehst. Peko, ich bitte dich, halt dich da raus. Halt dich raus. Ich soll dir sagen, dass er keine Rücksicht nimmt. Auf keinen, verstehst du? Auch auf dich nicht. Das sollst du mir sagen. Am besten du verschwindest aus München. Am besten schon morgen. Hast du Geld? Ja, du hast doch sicher kein Geld hier. Komm. Nimm das. Ich sag dir Bescheid, wenn du zurückkommen kannst. Was ist denn, Baker? Steck das Geld ein. Ich kann nicht weg, Holger. Wegen Trainieren. Ich muss doch trainieren. Mein Gott, Peko, jetzt hör doch endlich auf mit diesem Quatsch! Da wird doch nie was raus! So ein ganz mieser Radfahrer, weißt du das nicht? Die lachen doch alle nur, du wirst Weltmeister oder sowas, Weltmeister! Ha! Diese Leute schon mal fahren sehen? Muss doch klar sein, dass du nicht die geringste Chance hast, überhaupt keine, nicht eine Spur. Trainieren, so ein Quatsch! Vollkommen sinnlos, Zeitverschwendung, sonst nichts. Peko. Peko, Peko. Hör zu. Hier. Steck das Geld ein und hau ab. Das ist ein guter Rat, den ich dir gebe. Thank you.
führen doch Buch, oder nicht? Natürlich führe ich Bücher, was glauben Sie denn? Und da sollen wir mal nachsehen, ob wir den Namen finden. Da brauchen Sie gar nicht nachzusehen in meinen Büchern. Roswitha Becker habe ich ausgebildet. Wie lange ist das her? 3 bis 4 Jahre ist das her. Ein hübsches Mädchen, groß und dunkel. Ja. Die liegt jetzt im Leichenschauhaus. Kommen Sie denn immer mit solchen Nachrichten? Frage an Sie, hat sich Roswitha Becker bei Ihnen gemeldet? Gemeldet. Was wollen Sie wissen? Ob sie mir Postkarten geschrieben hat? Sie ist vor ein paar Tagen aus Italien zurückgekommen. Ist sie da zu Ihnen gekommen? Ruhe, geh weg! Wollte sie mit Ihnen reden? Mit mir? Warum sollte sie? Ja, beantworten Sie doch mal meine Frage. Bei mir war niemand. Den Namen Roswitha Becker höre ich jetzt wieder zum ersten Mal. Kann ich die Musik mal abstellen? Warum stört Sie das? Ich habe Unterricht. Ich habe Unterricht! Kennt jemand von Ihnen Roswitha Becker? Wieso soll sie denn hier bekannt sein? Vielleicht sehen Sie sich mal dieses Foto hier an. Nein. Nein. Die stand neulich draußen vor der Tür. Vor der Tür? Vor welcher Tür? Die irrt sie. Warum ist sie denn nicht reingegangen? Sie sagte, sie darf nicht. Herr Liska will das nicht. Was, ich? Pack deine Sachen und ab mit dir. Ich kann Leute nicht gebrauchen, die fantasieren. Was wollte Roswitha? Inge Biebach hat mit ihr gesprochen. Und was? Wissen Sie was Genaueres? Haben Sie zufällig mitbekommen, was Sie gesprochen haben? Ich habe nicht gehört, worüber Sie geredet haben. Aber Sie sind dann zusammen weggegangen. Der Unterricht ist aus. Bitte gehen Sie, meine Damen. Ziehen Sie sich an und verschwinden Sie. Mann. Sie regen sich aber auf, was? Ich rege mich nicht auf. Sie irren sich. Lassen Sie auf, Herr Liska. Von Interpol Rom, da haben wir einige Fakten. Roswitha Becker gehörte zu einer jener Tanzgruppen, die mit allem Möglichen zu tun haben, aber am wenigsten mit Tanz, dafür umso mehr mit Unzucht. Infolge davon mit Erpressung, Nötigung, nicht zuletzt mit Rauschgift. Hey. Von was reden Sie da? Vor allen Dingen, was habe ich damit zu tun? Sie stellen ja schon den Nachschub zusammen. Dafür werde ich Sie belangen. Beschwerde führen. Verklagt werde ich Sie. Ich lasse mir mein Geschäft nicht verlieren. Sind Sie auf Ihre Kosten gekommen dabei? Jetzt hören Sie mir mal zu. Roswitha Becker kam nach Deutschland zurück. Wahrscheinlich, um Sie zur Rechenschaft zu ziehen. Sie war total am Ende. Sie ruft Sie an. Sie steht vor Ihrer Tür. Sie will mit Ihnen sprechen, Sie aber sagen nein. Die Tür schlagen Sie ihr vor der Nase zu, den Telefonhörer legen Sie auf. Es interessiert Sie gar nicht, was das Mädchen Ihnen zu sagen hat. Da wendet sich Roswitha Becker an ihre Tanzschülerin. Sie spricht mit Inge Biebach. Weiter? Warum sprechen Sie nicht weiter? Was unternimmt sie denn? Sie ist deswegen gestorben. Mit welcher Agentur arbeiten Sie zusammen? Sollen wir in Ihren Büchern nachsehen? Wir hätten nämlich die Erlaubnis des Staatsanwalts. Das ist doch was, hä? Bleiben Sie hier stehen. Sie wünschen? Den Inhaber zu sprechen. In welcher Angelegenheit? Privat. Und ich sage Ihnen gleich, es ist dringend. Ihr Name? Derek. Bitte. Danke. Sie müssen entschuldigen, wir sind gerade im Umbau. Wenn Sie bitte dort durchgehen würden. Aha. Was für eine private Sache ist so dringend? Kriminalpolizei? Sie sind der Inhaber der Agentur? Ja, der bin ich. Ihr Name? Albert Prinz, Prinz mit einem X. Was kann ich für Sie tun? Sie sind Holger Lange, ja? Ja, das ist mein Mitarbeiter Lange. Sie kennen ihn? Enger Mitarbeiter. Meine rechte Hand. Na, fein. Kann ich ein paar Fragen gemeinsam stellen, ja? Aber hören Sie, wir haben zu tun. Sie sehen ja. Wollen Sie mir nicht sagen, worum es geht? Vielleicht können wir für Ihre Fragen einen Termin ausmachen, der uns besser passt. Es geht um Mord. Entschuldigen Sie, das konnte ich nicht wissen. Wir stehen Ihnen zur Verfügung. Holger, man soll uns nicht stören. Sehen? Kein Besuch jetzt bitte, ja? Danke. Kennen Sie Roswitha Becker? Roswitha
Bäcker, kommt mir so bekannt vor. Ja, warte mal, ich glaube, die war vor Jahren mal in einer unserer Tourneen dran. Natürlich mit den Zeugen. Ach ja, so eine große, dunkle, süß, bezaubernd, ja, reizend. Ist ja hoffentlich nicht zugestoßen. Doch, die ist tot. Ach ja, das tut mir leid. Wie ist das passiert? Ich will alle Tourneepläne sehen, soweit sie Roswitha Bäcker betreffen, und zwar lückenlos vom ersten bis zum letzten Engagement. Ja, die können Sie gerne sehen, aber worum geht's denn? Sie sagten Mord. Ist sie ermordet worden? Ja, man hat ihr eine Überdosis verabreicht. Rechtzeitig, bevor sie reden konnte. Ich kann leider mit allem, was Sie mir da erzählen, nicht viel anfangen. Die Tourneepläne suche ich Ihnen gern raus, wenn Sie sie sehen wollen. Holger, machst du das, ja? Auch die für Italien? Und Vorderer Orient. Da hören Sie, so weit gehen unsere Tourneen ja gar nicht. Roswitha Bäcker kam aus Italien. In Ihrem Pass stehen noch eine Menge anderer Länder. Ja, da hat sie unsere Agentur noch gar nicht angehört. Wissen Sie, es gibt Gruppen, die machen Sie unterwegs selbstständig, kündigen Verträge, gehen neue ein mit Leuten, die Sie nicht kennen, Ihren Geschäftspraktiken nicht beurteilen können und gehen dann manchmal vor die Hunde, wovor man sie tatsächlich nicht schützen kann. Was soll das? Das sind Buchprüfer. Vom Staatsanwalt eingesetzt. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Mhm. Hey, was machst du denn da immer? Was ich da mache? Es kann doch dir gleich sein, was ich mache. 3-4 Tourneen, die plötzlich enden. Und immer an der italienischen Grenze. Hier die Vermerke ohne Angaben von Gründen gekündigt, Vertrag nicht eingehalten. Ganze Gruppen, die sich da nicht mehr gemeldet haben. Er will seine Bücher in Ordnung haben. Seine italienischen Kollegen haben die Mädchen weich geredet, wahrscheinlich geködert mit Auslandsauftritten, in das Leben in hellsten Farben geschildert. Und dann, naja, Hauptsache seine Bücher sind sauber. Ja, schlimm genug für uns. Den Beweis, dass die Italiener übrigens gemeinsame Sache gemacht haben, diesen Beweis hat Roswitha Bäcker mitgebracht. Ja, sie hat diesen Beweis ganz gleich, was es war, den hat sie weitergegeben. An die Inge Pieper? Ja, die musste deswegen sterben. Und ihr Mörder? Den hat Pecco gesehen. Und wenn Sie was finden? Sie finden nichts. Was soll sie finden? Da ist alles in Ordnung. Also Pecco sagt nichts. Da kannst du ganz ruhig sein. Er hat es mir versprochen. Wo ist er denn jetzt? Wer, Pecco? Ich frag, wo er ist. Das weiß ich. Er trainiert ihn, du weißt doch was. Habe ich nicht gesagt, er soll raus aus München? Ja, ja, ich weiß, aber... Warum geht er dann nicht? Er sagt, mit dem Training, weißt du, das ist nicht so einfach. Ach, und er tut immer, was du sagst? Wo trainiert er? Hm, bei Baume auf dem Hof. Baume? Warum willst du das wissen? Ich glaube, dem Jungen muss man klar machen, in was für eine Lage er ist. Baume? Ja? Ja doch, Prinz. Was? Ja, ist hier unten im Hof. Ich weiß nicht, ich glaube, er wartet auf die Mädchen. Warum? Was? Du meinst, er könnte... Ja. Ja, Prinz, darauf kannst du dich verlassen. Schöne Musik, ne? Was soll denn das? Was habe ich da gehört? Man hat dir nahegelegt, aus München zu verschwinden. Und du tust das nicht. Das ist doch meine... Auf mich los! Ich will dir sagen, was deine Sache ist. Zu tun, was man dir sagt. Hast du kapiert? Thank you.
Sieht nämlich ganz so aus, als ob du quatschen willst. Das ist es, was ich dir austreiben soll. Bis du begriffen hast, dass es ernst ist, dass es sogar todernst ist, hast du das begriffen? Begriffen hast? Ja oder nein? Ich will eine Antwort. Krieg ich eine? Hast du es begriffen? Ich weiß. Ich weiß Bescheid. Es betrifft 5 Gruppen, je Gruppe 10 Mädchen. 5 davon stehen auf der Vermissungsliste. Wieso geht denn da keiner ran? Ja? Weiß jetzt jemand rausgegangen? Ja. Die Überwachung von Pico? Moment, ich glaube, die ist... Ja, die ist aufgegeben worden. Schrei doch. Ich habe hier einen Zettel, er hat angerufen, er will dich unbedingt sprechen. Ja, Pico. Danke. Pico hat im Büro angerufen. Ja, dann will er reden. Wenn er noch dazu kommt, wo können die beiden nur raus sein? Es besteht kein Grund zur Sorge. Frings, glaub mir doch. Pico ist ein guter Junge. Ich habe noch nie Schwierigkeiten mit ihm gehabt. Er sagt, er hat heute nur einen Schatten gesehen, sonst nichts. Sagt er. Ja. Frings, der Junge hängt doch an mir. Ich bin der Einzige, an dem er hängt, auf den er hört. Du kannst dich darauf verlassen, er hört auf mich. Weißt du, ich habe ihm doch die Fahrräder gekauft für seinen Quatsch, für sein Training. Du weißt schon, das vergisst er mir nicht. Stehst du? Das wollte ich damit sagen. Was hast du denn vor? Ich bin gerne ganz sicher. Was meinst du damit?
Sobald sich was rührt, fahr los. Bringst du, er kann es dir auch selber sagen. Wenn du willst. Du, das ist überhaupt das Beste. Ja, er soll es dir selber sagen. Pecco. Ich hole ihn jetzt her und sag ihm, dass es dir sagen soll. Bleib sitzen. Aber bring's. Rühr dich nicht. Warum denn nicht? Dann kannst du dir auch selber einen Eindruck verschaffen. Du, ich verstehe dich, dass du ganz sicher sein willst. Ich verstehe das. Ich gehe jetzt, ja? Okay. Bleib sitzen. Nein. Nein, lass das. Bist du verrückt? Hast du eine andere Lösung? Wenn einer weiß, dann sag sie. Bleib! Pecco! Pecco, hau ab! Pecco! Los! Holger! Er ist der Ermittler. Zorn, Mordkommission. Er ist immer auf der Suche nach Spuren. Kennen Sie schon den Todeszeitpunkt? Und handfesten Beweisen. Ich denke, wir haben die Mordwaffe. Auch wenn es manchmal keinen Spaß macht. Warum? Polizeiarbeit ist Drecksarbeit. Und die Lage aussichtslos scheint. Ich hatte schon leichtere Fälle. Er will den Täter schnappen. Sonst wäre ich aber kaum hergekommen. Der Ermittler. Freitag um 20.15 Uhr im ZDF.